Ja, wie ist denn da? Kommt man nach oben, kommt man nach oben, kommt man nach oben? Ja, ich glaube, euch kenne ich. Ich glaube, vor allem dich kenne ich. Dich da, da hinten, genau, dich kenne ich. Das weiß ich ganz genau. Ja, und damit herzlich willkommen. Ich habe euch alle lieb, das sage ich immer wieder und das ist auch so. Herzlich willkommen, Folge 6. Junge, wir sind schon bei Folge 6 angekommen. Fragt doch mal den Lux. Der kleine Real Talk über mich, mit euren Fragen, mit meiner Meinung und allem, was sonst noch drumherum da ist. Schönes Wetter zum Beispiel. Oder meine kleine Beta. Ha, oder auch mich, wobei ich bin ja nicht so wichtig. Also ja, mal heute auch wieder in Leder. Leder, Leder, Leder. Rar. Möchte einer auch die Boots sehen? Dann drehen wir mal nach oben. Jupp, da, so. Ja, Folge 6 steht an. Wir hatten ja in der letzten Woche schon eine geile Frage von dem lieben Timo. Und jetzt hatte ich ja gesagt, der Timo kriegt von mir den Triple Pack. Ja, das heißt, die nächste Frage kommt auch vom Timo. Und wer ihn nicht kennt, den Timo, den Gearguy KA, Instagram gucken, der hat mega geile Fotos drin. Richtig was fürs Auge, richtig geiler Typ. So, die Frage. Heute wieder mal vom Timo, der eigentlich nur geile Fragen stellt. Der ist halt so geil wie der Typ selber, ne? Die Fragen sind so geil wie der Typ selber, so wollte ich das sagen. Ja, und zwar finde ich die Frage Nummer 2 sehr, sehr gut. Was ist, wenn Gier zur Sucht wird? Ja, was ist denn dann? Ist das so? Kann das passieren? Ja? Ist das möglich, dass Gier zur Sucht wird? Ich meine, ja, man sagt ja, alles ist theoretisch, kann zur Sucht werden. Ich glaube ja. Also ich glaube auch, dass Gier zur Sucht werden kann. Und es ist eine Sache, wo man ganz doll aufpassen muss. Denn die Gier verliert ja in dem Moment, vielleicht nicht immer für den Süchtigen, aber in dem Moment verliert sie ihre Kraft, würde ich sagen. Du willst ja immer mehr. Du willst immer mehr Gier, du willst immer andere Gier, du willst immer neue Gier. Du willst auch immer mehr erleben. Und ich glaube, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo alles andere auf der Strecke bleibt. Und wenn der Punkt erreicht ist, das ist ja wie bei jedem Süchtigen, dann ist alles andere nebensächlich geworden. Wenn alles andere nebensächlich geworden ist, dann läuft im Leben definitiv was schief. Also das ist auch gierunabhängig so. Ich will es jetzt nicht unbedingt mit Drogen vergleichen, weil das nicht direkt vergleichbar ist. Aber eine Sucht ist eine Sucht. Ihr wisst alle, was darunter zu verstehen ist. Und ja, was mache ich dann in dem Moment, wenn die Gier zur Sucht wird? Ist vielleicht die Frage. Also ich glaube, auch da gibt es wie bei einer richtigen Sucht eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, kalter Entzug. Kalter Entzug und sagen, so, ich muss jetzt mal ein halbes Jahr Pause machen. Ich muss jetzt aufhören damit. Ich meine, für die meisten wird das nicht möglich sein. Das ist halt wie bei einer echten Sucht. Du kannst ja nicht einfach, also ich konnte zum Beispiel damals aufhören zu rauchen einfach. Das habe ich genau zweimal gemacht. Ich habe es zweimal gemacht und einmal durchgezogen. Also seitdem bin ich nicht Raucher, seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Du kannst das schaffen, wenn du stark genug bist. Aber in der Regel bist du ja nicht stark genug. Das heißt, du brauchst Hilfe. Jetzt kann man sagen, es ist ja nur ein Klamottenfetisch, das tut ja keinem weh. Richtig, es tut keinem weh. Ihr tut euch aber in dem Moment unter Umständen selber weh. Und zwar seelisch. In dem Moment, wo ihr zum Beispiel gerne einen Partner hättet und keinen findet, weil dem anderen gegenüber das vielleicht zu viel ist. Oder weil euer Auftreten dem anderen zu viel ist. Ja, weil Gier einfach nur noch das Thema ist und nichts anderes mehr da ist. Und da muss man so, so aufpassen mit sowas. Deswegen. Es ähnelt sich alles. Du hast ein Verlangen, das möchtest du stillen. Und da ist es dir auch egal, irgendwann, wenn du, ich sage jetzt mal überspitzt, über Leichen gehst. Und in dem Moment geht es einfach zu weit. Dann passieren auch Dinge, die du eigentlich nachher gar nicht willst. Die kriegst du vielleicht auch in dem Moment überhaupt nicht mit. Ja? Ich hatte zum Beispiel mal einen Kumpel, der war halt ein Ex-Alki, der ist dann wieder zurückgefallen in den Alkoholismus. Das zu erleben, das war so oder ist so ziemlich einer meiner schlimmsten Erlebnisse gewesen in meinem Leben. Und deswegen
man muss da vorsichtig sein, das gesunde Mittelmaß. Die Gier darf ruhig sehr, sehr präsent sein. Sie ist bei uns auch sehr präsent. Sie hängt überall rum und wir werfen uns in Gier, wenn wir Bock darauf haben. Aber definitiv nicht jeden Tag und definitiv nicht jede Nacht oder jede Stunde, jede Minute, weil es uns dann einfach, ja, es turnt uns dann fast ab, weil du hast ja nichts mehr davon. Wenn du sie ständig trägst, dann hast du ja nichts mehr davon. Also von daher ist es absoluter Quatsch, das bis aufs Äußerste auszureizen. Kauft euch lieber geile Gier, die euch so richtig, richtig, richtig im Kopf fickt, die für euch da ist, die ihr liebt einfach und die genießt dann halt. Und damit macht auch, was ihr wollt. Damit habt Spaß mit anderen, damit geht auf die Gierblase, damit macht was, tut was. Aber passt auf euch auf. Ja? Gier kann eine Sucht werden. Ich glaube, es sind nur sehr, sehr wenige, die darunter leiden nachher, die wirklich für sowas empfänglich sind. Aber ja, passt auf euch auf. Lieber Timo, das war eine sehr, sehr geile Frage. Das ist jetzt so gesehen auch mal eine sehr tiefgründige Hinterfragung auch von Gier. Ich meine, ich bin offen für eure Meinung. Das ist ein sehr, sehr schweres Thema. Ihr könnt das gerne posten in die Comments. Ihr könnt mir natürlich an talk@bikerlux.de schreiben oder ihr schreibt mir über Instagram, wie auch immer. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch da drin. Meine habt ihr jetzt gehört. Also grundsätzlich, ja, es ist möglich und es ist genauso gefährlich, finde ich, wie jede andere Sucht. Und mit diesen Worten, mit diesen vielleicht etwas nachdenklichen Worten, die aber auch mal durchaus sein dürfen bei Frag doch mal den Lux. Ja, verabschiede ich mich, wünsche euch eine gute Zeit, bedanke mich fürs Zusehen, sage wie immer, vergesst das Like nicht, also hier, Daumen hoch, vergesst das Abo nicht, das hilft mir auch immer wahnsinnig weiter und natürlich vergesst die anderen Sendungen nicht, vergesst die Sendung Let's Talk About Gear jetzt nicht. Wer es noch nicht gesehen hat, reingucken. Unglaubliches Highlight für jetzt. Und damit war es das. Macht's gut, passt auf euch auf, genießt die Weihnachtszeit so gut ihr könnt. Und der Lux hat euch alle lieb und deswegen sagt er jetzt Tschüss, macht's gut, bye bye.